Ja, kleines Video, kurzer Clip noch vorweg. Dieses Video hatte ich ursprünglich gedacht für Mike G. Auto und Motorrad. Deswegen nicht wundern, dass gleich die Anmoderation auf Mike G. Auto und Motorrad ist. Der Kanal ist trotzdem hier drunter verlinkt. Da wird es auch um die detaillierteren Videos zum T3 und den anderen Fahrzeugen gehen. Also, falls euch das interessiert, lasst gerne noch bei Mike G. ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier bei Mike G. Auto und Motorrad. Ja, heute. Man sieht es im Hintergrund, der Bus, er läuft. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Autobahn, fahre erst nach Dortmund und dann nach Bönen. In Dortmund hole ich für mein gutes Stück hier eine Hängerkupplung und in Bönen für hinten die Multivan-Ausstattung, beziehungsweise einen großen Teil der Multivan-Ausstattung. Folgender Hintergrund: Anhängerkupplung, ich darf über 1,5 Tonnen mit dem Ding ziehen. Und die Multivan-Sitzbank natürlich im Hinblick auf Camping, Campen etc. Ja, das heißt, hier startet jetzt heute mit diesem Video das Projekt T3. Erstmal mit dem Roadtrip, um die Sachen abzuholen. Und ja, ich werde zwischendurch immer mal ein bisschen filmen, so gut wie es geht. Ich weiß nicht, wie die Leute drauf sind, wo ich die Sachen abhole, ob ich da filmen kann oder nicht. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt drauf. Es sind knapp 70 Kilometer erstmal bis zum ersten Stop. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt auf der Strecke. Ich denke mal, insgesamt werden es so um die 200, 220, 230 Kilometer werden, die ich heute mit dem Guten hier runterspulen werde. In dem Sinne, meine Lieben, zeige ich euch einmal gerade noch einen kleinen Rundgang ums Auto und dann geht's auf die Autobahn. So, das ist das gute Stück. Ich versuche jetzt wieder so zu filmen, dass ich die Kennzeichen nicht bearbeiten muss. Muss auf jeden Fall nochmal sauber gemacht werden. Poliermaschine habe ich bestellt. Also der wird auf jeden Fall einmal aufpoliert, wird dann zur Dekra, zur Bewertung gehen. Und ja, dann hoffe ich, dass er durch die Multivan-Ausstattung natürlich einen etwas größeren Wert da stehen haben wird. Mal schauen. Auf jeden Fall, jetzt geht's erstmal auf die Bahn damit. So, dann gucken wir mal gerade. Hier unten liegt die Hängerkupplung drin. Die Untergestelle für die Verkleidung. Und dann haben wir hier die Seitenteile, das Unterteil für die Sitzbank und die Sitzbank als solche. Also das hat heute echt alles geklappt und passt wunderbar hier in den Bus rein. So, ich habe jetzt, wie ihr gerade gesehen habt, die Sachen eingeladen. Mache mich jetzt also wieder auf den Weg zurück Richtung Autobahn. Das Coole ist, ich muss jetzt noch nicht mal mit dem Navi fahren, weil das hier so simpel ist, dass ich also den Weg nach Hause direkt finde. Ja, hat jetzt echt alles wunderbar geklappt. Bin jetzt bis hierhin 110 Kilometer gefahren. Er läuft wie ein Dirrwarr schon weiterhin. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich ganz, ganz viel Glück habe, muss ich echt nur zwei Kleinigkeiten holen und kann die Sitzbank hinten verbauen. Ich hoffe jetzt, dass es von der Lautstärke hier hinhaut, weil ich jetzt auf 70 hoch beschleunigen kann. Also wunderbar geklappt. Zwei super nette Kontakte hier gerade gehabt. Einmal mit der Sitzbank. Ein junger Spund, ungefähr in dem Alter, in dem ich auch meinen ersten Bulli hatte. Auch fast noch eine halbe Stunde mit dem gequatscht und echt super. Also, ich kann nur sagen, die T3-Gemeinde ist klein, aber fein. Und es macht einen höllischen Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten. Man merkt, wie unterschiedlich die Charaktere sind und trotzdem eigentlich gleich. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es erstmal zurück. Ich habe jetzt, ja, um 8 bin ich losgefahren. Sind jetzt insgesamt knapp 4 Stunden, die ich unterwegs bin. Aber es ist halt ein gemütliches, chilliges Fahren mit dem Bulli hier, ne? Dann, wie gesagt, ich bin auch länger noch mit den Leuten im Gespräch gewesen, wo ich jetzt die Sachen abgeholt habe. Und jetzt geht es wieder zurück nach Hause. Dann, glaube ich, geht es ans nächste Projekt suchen, nämlich Anhänger. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, es gibt so zwei, drei besondere Anhänger, die ich gerne, ja, mir mal genauer angucken würde und mal gucken, ob das funktioniert. So, ich habe jetzt überlegt, aufgrund der Uhrzeit werde ich jetzt den T2 in Wuppertal nicht angucken.
Das ist, wird sonst zu knapp, weil ich heute noch privat nochmal Termin habe. Heute Nachmittag. Und ja, man möchte ja doch einigermaßen entspannt dann da ankommen. In dem Sinne geht es jetzt zurück und mal schauen, wie ich durchkomme, wie der Bus läuft. Und jetzt geht's auf die Bahn. Langsam nähert sich der Roadtrip dem Ende. Ich fliege jetzt wieder auf die Kölner Bucht zu. Und ja, gleich ist die Leverkusener Stadtgrenze erreicht. Auf jeden Fall gibt es gleich schon mal ein Abschlussstatement. So, meine Lieben. Ja, das ist immer ein quasi Abschluss zu dem Roadtrip-Video mit dem T3. Das Auto ist echt super gelaufen. Waren knappe 220 Kilometer, die ich insgesamt gefahren bin. Ja, ich freue mich drauf, wenn ich das Ding endlich umbauen kann. Jetzt habe ich nämlich nur ein Problem. Ich habe nämlich in der ganzen Aktion mit dem Einladen der Sitzbank, haben wir nämlich vergessen, die Abstandshalter für die Sitzbank mit einzupacken. Ich hoffe jetzt, dass die morgen endlich per Post kommen. Dann kann nämlich auch langsam der Umbau anfangen. Umbau ist eigentlich relativ einfach bei der ganzen Geschichte. Hintere Sitzbank raus. Seitenverkleidungen raus, Seitenverkleidungen, Multivan rein, Multivan Sitzbank und fertig ist der Umbau eigentlich. Anhängerkupplung geht genauso ähnlich schnell. Stoßstange mit Träger runter, Träger raus und dann quasi die Hängerkupplung ist der Träger der Stoßstange, also rein, E-Satz dran und fertig ist das Ding eigentlich. Ja, im Großen und Ganzen hoffe ich jetzt, dass das dann die nächsten Tage, also morgen wirklich losgehen kann mit dem Umbau. Das Aufpolieren von dem Auto steht auch noch an. Ich habe mich also ganz klar dazu entschieden, ihn doch aufzupolieren. Weil wenn der Umbau fertig ist, er aufpoliert ist, geht es zur Dekra für ein Wertgutachten. Und ja, dann hoffe ich, dass das Ganze so weitergeht. In dem Sinne, meine Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. T3-Content geht jetzt also auf dem Kanal richtig los. Und ja, ich hoffe, wenn ihr Interesse daran habt, dass ihr noch ein Abo da lasst. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten, euer Mike.